Ich habe eine Botschaft für uns heute. Und die heißt The Kingdom of God. Das Reich Gottes. Praise God. Preist dem Herrn. The Kingdom das Reich of God. Gottes. The government of heaven. Die Herrschaft des Himmels. The capital of the universe. Die Hauptstadt des Universums. The kingdom das Reich of God. Gottes. And I want you to understand, und ich will, dass du verstehst, it is a kingdom. Es ist ein Königreich. It is a theocracy and not democracy. Es ist eine Theokratie und keine Demokratie. And we know that in a kingdom, if there is a kingdom, wir wissen, in einem Königreich, if there is a kingdom, wenn es ein Königreich gibt, there must be a king. Dann muss es einen König geben. And we do know and understand that in a kingdom, the king determines what happens. Und wir wissen, dass in einem Königreich der König bestimmt, was passiert. Praise God. Preist dem Herrn. The king is not elected by anybody. Und der König wird nicht gewählt vom Volk. Praise God. Preist dem Herrn. In democracy, in der Demokratie, the opinion of the people prevails. Setzt sich die Meinung des Volkes durch. But in the kingdom, aber im Königreich, the counsel of the king prevails. Setzt sich der Ratschluss des Königs durch. Praise God. Preist dem Herrn. Praise God. Preist dem Herrn. So if you talk about the kingdom of God, wenn du vom Königreich Gottes sprichst, your opinion does not count. Da zählt deine Meinung nicht. Amen. Amen. In democracy, in der Demokratie, your opinion can be considered. Kann deine Meinung in Betracht gezogen but werden. In the kingdom of God, aber im Königreich Gottes, we're talking about the God that lives in deathless eternity. Reden wir von dem Gott, der unendlich lebt. No being can record him. Niemand kann sich mit ihm messen. He was before time. Er war vor der Zeit und er wird auch noch da sein, wenn es die Zeit nicht mehr gibt. Und dieser Gott is the one we're talking about. Ist der Gott, von dem wir sprechen. How does his kingdom operate? Und wie funktioniert sein Königreich? It's important. Das ist sehr wichtig. Because we all as Christians we have ideas. Denn wir alle als Christen, wir haben Ideen. We have ideas how one could go to God. Wir haben Ideen und Vorstellungen, wie man zu Gott kommen kann. How one can do this and do that. Wie man das und das machen kann. And a lot of people do that. Und viele machen das. And complain that nothing is working. Und beschweren sich dann, dass nichts passiert. If you wanna go to God, wenn du zu Gott gehen you möchtest, are not gonna go on your own terms. Dann gehst du nicht mit deinen eigenen Bedingungen zu Gott. It has to be the way the king is saying sondern he's gonna du musst be. Es so machen, wie es der König vorschreibt. Praise God. Preist dem Herrn. Praise God. Preist dem Herrn. His kingdom is endless. Sein Reich hat kein Ende. This is what the Bible says. Das sagt die Bibel. And when Jesus, und wenn Jesus was going to come into this world, in diese Welt, als Jesus in diese Welt gekommen the Bible ist, says, da sagt die Bibel, the government will be upon his shoulder. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. And can we see the book of Isaiah chapter number 9 and verse 7? Glory to God. Lass uns das mal anschauen in Jesaja 9. Glory to God Almighty. Ehre sei Gott dem Someone Allmächtigen. Say glory to God Almighty. Sag mal, Ehre sei Gott dem Allmächtigen. He is the King of the Universe. Er ist der König des Universums. Glory. Ehre sei Gott. Das ist Vers 6 im Deutschen. Jesaja 9, 6. The King of the Universe. Der König des Universums. The Bible says, of the greatness of his kingdom and peace, there will be no end. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. He will reign on David's throne over his kingdom
establishing and upholding it with justice and righteousness. From that time on forever, the zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. You can see his kingdom has no end. Du siehst, dass sein Reich kein Ende It's hat. Not Roman Empire. Das ist nicht das römische Reich. It's not British. Oder auch nicht das britische It's Reich. Not Babylonian. Oder das babylonische Reich. He's endless. Es ist endlos. He's the king of the universe. Er ist der König des Universums. He's the king of the universe. Er ist das König des, der Glory ist der König God. Des Universums. Praise God. Preis dem Herrn. Praise God. Preis dem Herrn. I will ask you to see the book of Daniel in chapter number 7 and verse 13 and 14. Glory to God. Wir gucken uns jetzt mal Glory an. To God. Daniel, Kapitel 7. Vers 13 bis 14. Praise God. Preis sei Gott. Are you there? Seid ihr schon da? Then it says, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. And they brought him near before him. Glory, glory. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. And he said, and there was given him dominion and glory. Talking about Jesus, okay? This guy saw it in the back in the Old Testament. And he was given the dominion and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His kingdom is an what? Short time. An everlasting kingdom which shall not pass away. And his kingdom that shall not be what? His kingdom shall not be what? Und es geht hier um Jesus und das hat jemand im Alten Testament gesehen und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine kurze Herrschaft. Nein, hier steht eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Praise God. Preis dem Herrn. Praise God. Preis dem Herrn. Jesus received the kingdom from the Father. Jesus empfing das Reich von seinem Vater. And this kingdom und dieses Reich is forever. Ist für immer. Praise God. Preist dem Herrn. The first guy that was sent to introduce or that was supposed to introduce this kingdom und was Adam. Der erste, der eigentlich dieses Königreich hier auf die Erde bringen sollte, war Adam. He failed. Aber er hat es nicht geschafft. God Almighty aber der allmächtige Gott did not go back on his plan. Hat seinen Plan deshalb nicht aufgegeben. He sent his word, sondern er sandte sein Wort, Jesus. Jesus. And the word was made flesh. Und das Wort wurde Fleisch. Praise God. Preis sei Gott. He sent Jesus. Er sandte Jesus. As you can see in the book of John and chapter number 1. Wie du in Johannes 1 sehen kannst. And he said, in the beginning was the word. Johannes 1:1. Im Anfang war das Wort. And the word was with God. Und das Wort war bei Gott. And the word was God. Und das Wort war Gott. He was with God in the beginning. Dieses war im Anfang bei Gott. Through him all things were made. Alles wurde durch dasselbe. Without him, nothing was made that was made. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden in ist. Him was life. In ihm war das Leben. And that light was the light of man. Und das Leben war das Licht der Menschen. The light shines in the darkness. Und das Licht scheint in der Finsternis. And darkness cannot overcome it. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Glory to God. Ehre sei Gott. So God sent his word. Gott sandte sein Wort. And let us see verse 14. Lass uns zum Vers 14 gehen. Okay. Verse 14. He said, the word became flesh
and made his dwelling among us. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. We have seen his glory. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. The glory of the one and only begotten of the Father. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Full of grace and truth. Voller Gnade und Wahrheit. Wow. Wow. He is full of grace and truth. Er ist voller Gnade und Wahrheit. That is the kingdom he brought das us. Ist das Reich, was er uns gebracht the hat. The kingdom of truth. Ein Reich der Wahrheit. So the Bible said that word was made flesh. Die Bibel sagt, dieses Wort wurde Fleisch. Who is the word? Wer ist das Wort? That was the word God spoke. Das ist das Wort, was Gott gesprochen took hat. Flesh. Was Fleisch angenommen this hat. This word entered into the womb of a virgin. Und dieses Wort ging in das den Bauch, den Mutterleib einer Jungfrau, called Mary, die Maria hieß, took flesh, es nahm Fleisch an, just like we, so wie wir, but undefiled, aber ganz rein, pure, und ohne Dreck und ohne Sünde. And he has a reason. Und er hat einen Grund. To introduce the Father. Er stellt uns den Vater vor. This kingdom that Adam failed to bring down. Dieses Reich, was Adam nicht auf die Erde gebracht hat. So, 30 years after his birth, 30 Jahre nach seiner Geburt, the Almighty Father poured his Spirit, anointed him with the Holy Ghost. Gab der allmächtige Vater Jesus seinen Heiligen Geist. And he went about introducing this kingdom. Und Jesus ging umher und stellte den Menschen dieses Königreich vor. I want us to see what Jesus did when he showed up. Und wir wollen uns mal anschauen, was Jesus gemacht hat. Matthew chapter number 4. Als Jesus uns dieses Königreich gezeigt hat, Matthäus 4. Verse 12. Vers 12. Praise God. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Als er aber gehört hat, also Jesus gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. We read verse 17. Vers 17. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. And then let's see some of the things that that comes with the kingdom. Verse 23-24. Und dann andere Dinge, die zusammen mit dem Reich kommen. In Vers 23 und 24. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of where? Of the kingdom. And healing every disease and sickness among the people. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium, die gute Nachricht des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. News about him spread all over Syria and people brought to him all who were ill in various diseases, those suffering severe pain, the demon possessed, those having seizures and paralyzed, and he healed them. The kingdom has good stuff. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Das Reich Gottes bringt Gutes mit sich. I was praying here. Ich habe hier gebetet. On Thursday. Am Donnerstag. And I was repeating. Also was vielleicht auch Freitag. So, and I was praying and repeating this sentence. Und ich habe gebetet und immer wieder diesen Satz gesagt. Mercy is not a joke. Gnade ist kein Scherz. Mercy. Gnade. If you encounter mercy, wenn du Gnade erhältst, you will appreciate the God of mercy. Dann bist du dem Gott der Gnade dankbar. Mercy. Gnade ist kein Scherz. Mankind was lost. Die Menschheit war verloren. But God of the universe, aber der Gott des Universums, decided I'm not gonna change my mind. Hat sich entschlossen, nein, ich ändere meine Meinung nicht. I will still go for humanity. Ich strecke mich aus und setze mich für die Menschheit ein. He came. Er kam
took flesh, nahm Fleisch an. Not to save himself, nicht um sich zu retten, but to save the lost humanity. Sondern um die verlorene Menschheit zu retten. Mercy. Gnade. It's not a joke. Gnade ist kein Scherz. Praise God. Preis sei Gott. The things that came with the kingdom is that the kingdom, when it comes to a place, it changes the atmosphere. Weißt du, wenn das Reich Gottes an einen Ort kommt, dann verändert es die Atmosphäre. It takes over. Das Reich Gottes übernimmt diesen Ort. Amen. Amen. This is the kingdom of God. Es ist das Königreich Gottes. I want us to see chapter 9 of the same, verse 33. Jetzt mal zum Kapitel 9 in Vers 33 in Matthäus. We read 35, okay? Na, wir lesen 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news. The things that come from the kingdom of God can't be bad. It's just good, good. Good news of the kingdom and healing some sickness, every sickness and every disease. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium, die gute Nachricht, also keine schlechte, sondern eine gute Nachricht des Reiches und heilte einige Krankheiten. Nein, er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er hat nicht gesagt, too difficult. Zu schwer. Oh no, you're paralyzed. Oh nein, du bist gelähmt. I can't do anything. Da kann ich nichts machen. No. Nein. He healed them all. Er heilte sie alle. The kingdom. Das Reich. The glory. Und die Herrlichkeit und die Kraft when Gottes. When it comes into your life. Wenn die in dein Leben hineinkommt. You will be transformed. Wirst du verändert. Hate will leave you. Hass wird verschwinden von dir. I tell you. Das sage ich. Love, Liebe and peace und Frieden will overflow your heart. Wird dein Herz überfluten. The kingdom of God, das Reich unseres Gottes, not the kingdom of sorrow, ist kein Reich der Sorgen und des Kummers, sondern es ist ein Reich at, der Freude. He was teaching the people, er lehrte die Menschen, wie wir gelesen haben, say, guys, you don't have to be sick und sagte, anymore. Leute, ihr müsst nicht mehr krank sein. But the doctor said, aber doch, der Arzt sagt doch but Jesus is saying, aber Jesus sagt, in, the kingdom, in dem Reich Gottes, da gibt es das nicht. God had good stuff. Gott hat etwas Gutes. You remember? Weißt du, when the disciples asked Jesus, da haben die Jünger Jesus gefragt, said, Master, teach us to pray. Meister, lehre uns zu beten. Just like, John the Baptist taught his so wie Johannes auch seine Jünger lehrte. And he taught them the prayer that you know that is being used in religious circle, right? Und er hat ihnen ein Gebet gezeigt und das wird in religiösen Kreisen oft einfach so runtergebetet. Well, he was teaching them the formula. Aber es sollte eine Gebetsformel sein. Our Father, unser Vater, in heaven, der du bist im your Himmel, name be hallowed, geheiligt sei dein Name. And he said, and your kingdom und dann sagt come. Er, dein Reich komme. And your will be done on earth, dein Wille geschehe as it is in heaven, hier auf Erden, so wie es ist im Himmel. In heaven, im Himmel, no pain, keine Schmerzen, no sickness, keine Krankheit, no disease, kein Gebrechen, no paralysis, keine Lähmung. He said that it will be so on earth, so soll es hier auf Erden sein. When the kingdom shows up, wenn das Reich kommt, case over, ist der Fall erledigt. You talk about revival, du sprichst von Erweckung. When the thickness of the glory of God comes down, wenn die Schwere der Herrlichkeit Gottes herabkommt, sinners will hate their sins, dann werden Sünder ihre Sünde hassen. The kingdom of God, das Reich Gottes, the kingdom of God, das Reich Gottes, the power of God, die Kraft Gottes. In his kingdom, in seinem Reich, there is no such thing as pain. Think about it. Keine Schmerzen, so irgendwelcher Art. Begin to taste your pain and say, the kingdom of God has come and I'm not going to take you anymore. Sag zu deinen Schmerzen, das Reich Gottes ist gekommen und ich brauche dich nicht mehr, ich nehme dich nicht mehr an. Praise God. Preis dem Herrn. See, you know why the
sickness cannot be in the kingdom of God? Weißt du, warum keine Krankheit im Reich Gottes Bestand haben kann? I'll tell you why. Ich sage dir warum. You cannot put a fly on a burning furnace. Du kannst nicht eine Fliege in einen brennenden Ofen bringen oder legen. Das ist unmöglich. Impossible. Es geht nicht. It will be consumed. Es wird verzehrt, sie wird verzehrt werden. So sickness can get close. Krankheit kann nicht nah an Gott rankommen. In dem Reich Gottes. Of our God. In dem Reich unseres Say Gottes. Amen. Sag Amen. If you read in Revelation, liest in Offenbarung, it said nothing unclean. Da steht nichts Unreines. Will enter there. Kommt dort hinein. Nothing unclean. Nichts Unreines. Praise God. Preis sei Gott. Nothing unclean will enter the kingdom. Unreines kommt in das Reich Gottes hinein. Think about this. Überleg dir das mal. The kingdom of God. Das Reich Gottes. The glory of God. Die Herrlichkeit the beauty Gottes. Of God. Die Schönheit Gottes. No bad news there. Keine schlechte Nachricht. Amen. Amen. See, I want you to understand where you belong. Ich möchte, dass du weißt, wohin du gehörst. You belong to the kingdom of the great du gehörst king. Zu dem Königreich des großen the Königs. King of the universe. Des Königs des Universums. I want to see the book of Mark chapter 5. I want to show you a story of what happened. So you understand what kingdom of God does. Schauen uns mal das Markus 5 an und ich möchte eine Geschichte zeigen, die uns zeigt, wie Gottes Reich ist. A madman. Ein besessener Mann. This guy was mentally deranged. Der hatte psychische Probleme, dieser Mann. His situation was that bad. Seine Situation war so schlimm. No one could tie him down. Dass niemand ihn binden konnte. He broke every chain. Er hat jede Kette zerrissen, placed on him. Die ihm umgelegt wurde. He had his dwelling at the tomb. Und er wohnte bei den Gräbern. Can you imagine that? Kannst du dir das vorstellen? This great master, Jesus of Nazareth. Dieser große Meister, Jesus von Nazareth. Went over with a boat for one man. Setzte mit dem Boot über, um diesen einen Mann zu sehen. Because Jesus, he knew. Denn Jesus wusste. The moment the kingdom invades that man. Sobald das Reich Gottes zu diesem Mann kommt. He will be normal again. Wird er wieder normal sein. We're talking about the kingdom of our God. Wir reden von dem Reich unseres Gottes. And his power. Und seine Kraft. That was how Jesus ended up. He said, "For yours is the kingdom, the glory, the power, forever." Denn so endet dieses Gebet. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer. Glory to God. Amen. And then the Bible said they went across the lake to the region of Gennesaret. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. And when Jesus got out of the boat. A man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Krüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist. This man lived in the tombs and no one could tame him anymore, not even with a chain. I want you to understand it. That's hopeless. Und der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. Think about it. Da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrissen worden waren und niemand konnte ihn bändigen. And no one was strong enough to subdue him. Und niemand konnte ihn bändigen. Now, let's see if that is also if the same is true with Jesus. Und dann wollen wir uns mal anschauen, ob das auch bei Jesus der Fall ist, ob er auch ihn nicht bändigen Look kann. Look at one of the things the man was doing. He said, night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself. With stones. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. But something happened. Aber es ist etwas passiert. When he saw Jesus from a distance, als er Jesus von Weitem sah, the demon in him knew another spiritual kingdom
kingdom is encroaching. Ah, what am I going to do now? Lief er und warf sich vor ihm nieder. And then the guy went to Jesus. Und er ging zu Jesus. And then he said, und er sagte, you son of the Most High God. Sohn des höchsten Gottes. In God's name, don't touch me. These are demons. Bitte, fasse mich nicht an, quäle mich nicht. Jesus had said to him, come out of this man, you impure spirit, denn you unclean spirit. Jesus hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. And then Jesus asked him, what is your name? My name is Legion, he replied, Jesus, for we are many. Fragte Legions. Ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Demons living in the man. Und der no one. Also der war nicht nur ein Dämon in ihm, sondern mehrere, viele. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weideten. The demons begged Jesus, send us among the pigs, allow us to go into them. You see, they can withstand the presence of the kingdom and the power accompanying the kingdom. Glory. Und sie konnten nicht diese Dämonen konnten nicht das Reich verstehen und die Kraft, die zu diesem Reich gehört. They would have said, Jesus, okay, we stay one side, you stay one side. Sie haben gedacht, okay, Jesus, wir bleiben hier und no, du bleibst auf der anderen Seite. No discussion. Aber es gab gar keine they Diskussion. Have to leave. Sie mussten gehen. Praise God. Preis sei Gott. And Jesus gave them permission. Und Jesus gab ihnen dieses Recht. And they were gone. And the swine fuhren got drowned. Die fuhren in die Schweine und die Schweine ertranken. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? The end of it is, und am Ende der Geschichte, the possessed man, das Ende der Geschichte ist so, dass dieser besessene Mann was in his sound mind. Wieder klar denken konnte. Glory to God. Ehre sei Gott. Glory to God. Ehre sei Gott. Jesus didn't say, send him to psychiatric. Jesus hat nicht gesagt, okay, der muss unbedingt in die Psychiatrie. No. Nein. The kingdom. Das Reich. The glory. Und die Herrlichkeit. The power. Und die Kraft. And these assignments. Und diese Aufgabe, diesen Auftrag, Jesus has committed to us. Hat Jesus uns übergeben. Before he went back to heaven, bevor er in den Himmel ging, he committed this assignment to us. Legte er diesen Auftrag oder gab Jesus uns diesen Auftrag. He gave us the ministry of reconciliation. Er gab uns den Dienst der Versöhnung. And he told us what to preach. Und er sagte uns genau, was wir predigen sollen. Now we don't preach our church. Wir predigen nicht unsere Gemeinde. We don't preach ourselves. Wir predigen nicht uns selbst. We preach the kingdom of God. Sondern wir predigen das Reich Gottes. And I want you to see the book of Matthew in chapter number 10. Wir schauen uns mal an Matthäus 10. Matthew in chapter number 10 and we read verse 1. 7 and 8. Wir lesen Vers 1, Vers 7 und Vers 8. And Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every sickness and every disease. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. And he gave them instruction. Und er gab die Anweisung. Vers 7. He says, you go, preach, saying. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht. The kingdom of heaven has come near. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. And I want to say to everyone that is sick here, need wanting or the other. Jedem sagen, der krank ist oder das eine oder andere Bedürfnis hat. Ich the möchte kingdom sagen, of heaven das Reich des Himmels is here. Ist hier. Praise God. Preist dem Herrn. And you can be healed regardless of what you've got. Kannst Heilung empfangen, egal was deine Situation ist. Praise God. Preist dem Herrn. And verse 8. Vers 8. He said, heal the sick. Heilt Kranke. Number one. Erstens. Raise the dead. What? Weck Tote auf. Was? That is a command. Das ist ein Befehl. Cleanse those that have leprosy. Reinigt Aussätzige. Drive out demons.
demons. Treibt Dämonen aus. He didn't say discuss with them. Er hat nicht gesagt, diskutiert mit ihnen, sondern treibt sie aus. For you receive freely. Denn umsonst habt ihr empfangen. Give out freely. Umsonst gebt. And this commandment und dieser Auftrag is for everyone that believes. Ist für, gilt für jeden, der glaubt. Period. Punkt. It's a command. Es ist ein Befehl. What do you do with it? Was machst du damit? It will be your own. Das ist deine Sache. Answer. Du musst vor Gott dafür Rechenschaft abgeben. When the kingdom is welcome, wenn das Reich Gottes begrüßt wird, willkommen geheißen wird, will be him dann possible. Wird nichts unmöglich sein. Say amen. Sag Amen. If you are praying on the lower kingdom, wenn du im niederen Königreich bist, you see only problem. Dann siehst du nur Probleme. But if you are praying from the kingdom of God, aber wenn du vom Reich Gottes aus agierst, you see glory. Dann siehst du Herrlichkeit. You see possibility. Dann siehst du Möglichkeit. Friends, ihr Freunde, you and I, du und ich, we are doorways. Wir sind wie Türen oder Kanäle for the glory of God to pass, für die Herrlichkeit Gottes and to reach the broken humanity. Dass sie die Verlorenen und die zerbrochene Menschheit erreicht. And you know what happens when the doorway is blocked. Und du weißt, was passiert, wenn die Tür oder der Kanal blockiert ist. If there's a fire in a house, wenn es im Haus ein Feuer gibt and the doorways are blocked, und die Türen verschlossen und blockiert sind, the people will suffocate and die dann in the fire. Ersticken und sterben die Menschen im Feuer. We are doorways. Wir sind die Tür. And we should never allow our passage to be blocked. Und wir sollten nie zulassen, dass unser Durchgang blockiert ist. Adam was a doorway. Adam war eine Tür. He blocked it. Die hat er blockiert. And the whole human race und die ganze menschliche Rasse is suffering as a result. Leidet darunter. God the Father. Gott, der Vater, is depending on us, verlässt sich auf uns, to take our place, dass wir unseren Platz einnehmen and bring down the glory. Und dass wir die Herrlichkeit herabbringen. Well, a lot of us are busy. Viele von uns sind aber beschäftigt. A lot of us have excuses. Viele von uns haben Ausreden. A lot of us have things we want to do. Viele haben Dinge, die wir unbedingt machen wollen. It could be your work. Vielleicht ist es deine Arbeit. If you read the Bible, wenn du die Bibel liest, you will see that people who walked in the Old Testament, God still used them. Dann siehst du, dass die Menschen, die im Alten Testament gearbeitet haben, trotzdem von Gott gebraucht wurden. So you don't use work as an excuse. Also Arbeit ist keine Ausrede. Or, oder? When God gives you work, wenn Gott dir eine Arbeit gibt, he sends you out. Dann sonst würde Gott he gives you work. Er gibt dir eine Arbeit. So, okay, bye. Und dann sagt er, bye, tschüss. Take care of yourself. Dann kümmere dich um dich selber jetzt. No, people. Nein, nein. No. Nein. No. Nein. It's our duty. Es ist unsere to show the dying humanity. Pflicht, dass wir der sterbenden Menschheit zeigen, dass ein Retter in diese Welt gekommen ist. Why would someone have excuses? Warum hat jemand, sollte jemand eine Ausrede vorbringen? The Lamb of God came. Das Lamm Gottes ist gekommen. He left the throne. Er verließ den Thron and came down. Und kam herab. Why? Warum? Was he in need of salvation? Brauchte er Errettung? Why did he come? Warum ist Jesus gekommen? You and I, du und ich, have been handpicked by royalty, sind von dem König ausgewählt worden, to represent the kingdom of our God, um das Königreich unseres Gottes zu your vertreten excuses und repräsentieren. Und deine Ausreden is unacceptable. Es sind haben keine Grundlage, sind werden nicht akzeptiert. You don't want to hear what is going out there. Du willst nicht hören, was draußen so los ist. You just know about your world. Du kennst nur deine eigene Welt. I just want you to know it's our duty to bring down the glory of God, the kingdom. Es ist unsere Aufgabe, dass wir das Reich Gottes herabbringen. Just like when you go to school. So, wenn du zur Schule gehst. Prepare for your future. Und dich für deine Zukunft vorbereitest. You study.
Du lernst, if you want God to move, und wenn du willst, dass Gott wirkt, dann musst du auch Zeit investieren. Spend time. Zeit investieren. You're going to learn about this God who says, "You raise the dead, heal the sick, raise the dead." Kennenlernen, der dir sagt, heilt die Kranken, weckt die Toten Cleans auf. The lepers. Reinigt die Aussätzigen. Drive demons out. Treibt Dämonen aus. I'm going to learn how. Ich muss lernen, wie. That Jesus never turned anybody away. Und never. Jesus hat nie irgendjemanden weggeschickt. He didn't say, hat nicht gesagt, not for you. Also für dich gilt no, es aber nicht. Nein. There is hope for all. Es gibt Hoffnung für jeden Einzelnen. Und du sollst es dir selber sagen. I have been handpicked ich bin von Gott selbst auserwählt. Because he says, denn er sagt, ye are royal priesthood. Ihr seid königliche chosen generation. Priesterschaft, eine auserwählte Generation. We've been chosen by the king of the universe. Auserwählt von dem König des Universums. To do what? Um was zu to tun? Represent him. Um ihn zu repräsentieren, um das, sein Reich hier auf der Erde zu demonstrieren. Praise God. Preis sei Gott. That's why you were born. Deswegen wurdest du geboren. It's not for special person. Es ist nicht nur für eine besondere Person, sondern für jeden, der glaubt. So these signs shall follow them that believe. Diese Zeichen folgen denen, die da glauben. Everyone that believes. Jedem, der glaubt. I just wanted to know, du sollst wissen, it's our turn. Es ist unsere Aufgabe. Halle Saale. Wir sind an der Reihe. Halle Saale. Last time I was asking, someone said 235,000 hat gesagt, 235,000 Einwohner hat diese Stadt. And someone else told me 250,000. Jemand hat gesagt 250,000. Whatever it is. Egal welche genaue Zahl. Okay, let's put it at 250,000. Machen wir 250,000. Because there are some also unrecorded people in there. Es gibt ja auch Leute, die nicht registriert sind hier. So. It should be more. Also sind es auf jeden Fall mehr. But you know what? Aber weißt du? There's no church in Halle. Es gibt keine Gemeinde in Halle, that has 1%. Die 1% davon als Mitglieder hat. We will fold hand and feel good. Und wir falten unsere Hände oder lehnen uns zurück und fühlen uns gut? I don't feel good. Nee, da fühle ich mich nicht gut. I don't feel good. Ich fühle mich nicht gut. That my king, dass mein König will come to me, zu mir kommt and ask me for fruit, und mich nach Frucht fragt. And I have nothing to offer. Dann habe ich ihm nichts vorzuweisen. There's no excuse. Es gibt keine Ausrede. The story of fig tree. Die Geschichte von dem Feigenbaum. It's not about a tree. Da geht es gar nicht um den Baum. If Jesus said, "I am the vine and you are the branches," wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, he expects fruit. Er erwartet er Frucht. Is there any branch in me that does not bring forth fruit? Und er sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, werde ich abschneiden. Jesus went to that fig tree. Jesus ging zu diesem Feigenbaum. The king of the universe. König des Universums. And came to that tree. Er kam zu diesem Baum. Expecting to get fruit. Und er erwartete Frucht von dem there Baum. Was nothing. Aber es war nichts da. No excuse. Keine Ausrede. That tree was dealt with. Dieser Baum wurde bestraft. I want you to understand. Ich möchte, dass du verstehst. The love of God cannot be bargained. Man kann die Liebe Gottes I nicht know this very well. Verhandeln oder verdienen. But I want you to understand. Aber ich möchte, dass du weißt, if you are in Christ, wenn du in Christus he bist, expects you to bear fruit. Erwartest, also du kannst dir die Liebe Gottes nicht verdienen, aber er erwartet Frucht von dir, wenn du in Christus bist. He said, if you don't have one, und er sagt, wenn du keine Frucht I'll hast, go dann out. Werde ich dich abschneiden. It's our duty. Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere so begin Pflicht. To warm up yourself. Deswegen sei vorbereitet. And don't think I'm out of it. Und denk nicht, ach, das geht mich alles nichts an. You are not. Das, du bist nicht außen vor. You are in there. Sondern du bist mit drin. And that's why all of us will stand before the king. Deswegen werden wir alle vor dem König stehen. And you go tell me why you go to church, only going to church, you go to church, und, you go to church. You have no fruit. Und du sagst, ja, ich gehe in die Gemeinde und gehe in die Gemeinde und gehe in die Gemeinde und keine Frucht. No fruit. Keine Frucht. It's dangerous. Das ist gefährlich. Praise God. Preis sei Gott. Praise God. Preis sei Gott. What am I gonna say to my king? Was will ich meinem König sagen? Say, I need a fruit. Oh. Ich brauche Frucht. I don't know, I should produce fruit. Oh, das habe ich aber nicht gewusst, dass ich Frucht bringen soll. Aber die Bibel sagt uns das klar. Praise God.
Preis sei you Gott. Are in the world and not of the world. Du bist in der Welt, aber nicht von dieser you Welt. You can't just go out and begin to mix up with the world that is headed to unknown destination. You are different. You are chosen. Kannst nicht rausgehen und dich mit der Welt vergleichen, die auf dem Weg zu einem unbekannten Ort ist. Du bist auserwählt. Du you bist are chosen by God. Von Gott auserwählt. Handpicked by royalty. Von dem König selbst auserwählt. To represent the King um of glory. Den König der Herrlichkeit zu repräsentieren. And he is raising up generations. Und er erweckt sich eine Generation, die diese Herausforderung annimmt. Because God is not going to be silent forever. Denn Gott bleibt nicht für immer ruhig. Praise God. Preis dem Herrn. The Lamb of God is at hand. Das Lamm Gottes es kommt bald wieder. He wants us to go tell the world. Und er möchte, dass wir der Welt sagen, the kingdom das Reich has everything. In dem Reich ist alles, was wir brauchen. Matthew 15, Matthäus 15, in verse 30 to 31, 30 bis 31. The Bible told us of how they brought to Jesus broken humanity. Lesen wir, wie zu Jesus alle möglichen kaputten Menschen gebracht wurden. Und er heilte sie. The Bible says it was so amazing that people were missing limbs. The new hands were coming out, new legs were coming out. Und, the kingdom. Das was selbst so, wo Gliedmaßen fehlten, das wurde wieder hergestellt. Es war neu da. The kingdom das Reich has Gottes power. Hat Kraft. And Jesus said, the kingdom is in you. Und Jesus sagt, das Reich ist in dir. And not to display the kingdom is an offense. Und es ist ein Verbrechen oder ein Vergehen, wenn wir Gottes Reich nicht repräsentieren und zeigen. I want to tell everyone here. Und ich möchte jedem sagen, I don't know what you've got. Ich weiß nicht, was du hast. There is hope. Es gibt Hoffnung für dich. There is hope. Es gibt Hoffnung für dich. You belong to the king. Du gehörst zum Listen. König. You were told, dir wurde gesagt, it's impossible. Das ist unmöglich. Such language. Aber diese Sprache is not spoken in the kingdom. Die gibt es im Reich Gottes nicht. I had a test when I said, this God, ich habe ein Zeugnis gehört, habe ich gesagt, dieser Gott help me to know you. Hilf mir, dass ich ihn kenne. A little child had an accident there. The brain busts. Das war ein Unfall passiert, ein kleines Kind involviert und das Gehirn war zerdrückt von diesem Unfall, durch diesen Unfall. You see inside. Also man konnte, der Schädel war kaputt, man konnte richtig reinschauen. And the child died. Das Kind ist gestorben. And the Christians that were there, und die Christen, die da waren, they said, die haben gesagt, our pastor taught us, unser Pastor hat uns gesagt, that there is power in praise. Dass Kraft im Lobpreis. We can praise God, und wir können Gott preisen. And he will move. Und Gott wird wirken. And he began to praise. Und sie fingen an zu loben. One hour, eine Stunde, hours. Zwei Stunden. I know there are some Thomases around. Ich weiß, es gibt einige Thomase in der Nähe, die sagen, schaut doch mal an, was ist denn passiert? Seid ihr denn verrückt? Wisst ihr nicht, was hier los ist? Aber sie machten weiter, drei Stunden. Nichts, kein Anzeichen, gar nichts. Vier Stunden. 30 Minuten. They watch the head. Und dann sahen sie, wie dieser Kopf wieder hergestellt wurde. Und das Leben Gottes kam auf dieses Kind. Und das Kind ist aufgestanden. Durch die Kraft unseres Gottes. Da ist Kraft. Dieses Reich hat alles, was notwendig ist, um dich zurück wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber oft wollen wir ihn ausgrenzen. Give God time. Gib Gott Zeit. You've lived long without him. Du hast lang genug ohne ihn gelebt. And now he's in. Und jetzt ist er da. You want God? You do. You also Gott, also quick. Also or I'm out. Schnell oder ich bin weg. Doesn't happen that way. Aber so passiert's nicht. So geht's nicht. It took God 30 years. Gott hat 30 Jahre gebraucht. For salvation of mankind. Bevor er die Menschen rettete. Also nachdem Jesus geboren war, hat es immer noch 30 Jahre gedauert. He didn't drop him. Er hat ihn nicht einfach so reingeschmissen, wieder rausgeholt. He respected his law.
Er hat sich an sein Gesetz gehalten. Jesus was born. Jesus wurde geboren. Grew like every other und musste so groß werden wie jedes andere Kind auch. God was in the stomach. Gott war da im Mutterleib, in der Gebärmutter, kam raus, war ein Baby, hatte Freunde. Sie haben zusammen gespielt. Even when he started his ministry, auch als er seinen Dienst anfing, his friends thought he was crazy. Hatten seine Freunde schon gedacht, er ist verrückt. What's wrong with him? Was ist los mit dem? That was why it was difficult for them to believe that für die war es schwierig zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. His brother didn't believe in seine him. Brüder haben nicht an ihn geglaubt. We live with you, all of a sudden also, you turn to God? Wir haben mit dir die ganze Zeit gelebt, plötzlich bist du Gott geworden? What's wrong with you? Was ist denn los mit dir? Until they watch him crucified, they say, "Oh, this is not. Oh, no, no." Bis sie gesehen haben, dass er gekreuzigt wurde, und dann. And they watch him die. Bis sie gesehen haben, dass er gestorben ist. And they watch him rise again. They say, "Oh." Und sie haben ihn gesehen, wie er auferstanden ist, und dann haben sie gesagt, "Oh." And they watch him going back to heaven. They say, "This is unbelievable." What is happening? We live with him. Wir sahen, wie er wieder in den Himmel gegangen ist. Und er sagt, ja, wir haben mit ihm gelebt. Was ist jetzt los? Was passiert? And God is in our midst. Gott ist in unserer Mitte. We're going to recognize him. Und wir wollen ihn anerkennen. And I appreciate him. Und ich danke you euch. Will see his power move. Ihr werdet sehen, wie seine Kraft wirkt. You need a kingdom. Du brauchst das Reich Gottes. The power of the kingdom of God. Die Kraft des Reiches Gottes. It is transferred in us by the power of the Holy Ghost. Und diese Kraft wird uns zuteil durch die Kraft des Heiligen Geistes. And when it comes in you, und wenn sie zu dir kommt, life will never be the same again. Dann wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. You have seen people? Und you have seen people? Du hast Menschen gesehen. They are Christians. Die Christen sind. But they have habits. Aber trotzdem schlechte Angewohnheiten difficult haben, to be broken. Die sich, und sie haben Schwierigkeiten, they das zu lassen. They know to sie do. Haben schon alles getan, was sie tun konnten. They sie haben gefastet. They have sie haben gebetet. Yet, und trotzdem ist immer noch diese schlechte Angewohnheit da. You see Christians? Und sie ist Christen. In habitual sin, that they involve in it. Die Sünde gewohnheitsmäßig begehen. Pornografie. A Christian? Als Christ. You need the kingdom power. Du brauchst die Kraft des Reiches There's Gottes. One church in Leipzig. Es gibt eine Gemeinde in they Leipzig. Have youth. Die haben viele, viele junge Menschen. I don't want to call the name, you know what I mean? I don't want to call the name of the church. Ich will gar nicht die Gemeinde jetzt nennen, wie sie heißt. After church. Und nach der Gemeinde. Anything smokable. Alles, was man rauchen kann. They smoke it. Wird geraucht vor der Gemeinde. Tables are decorated. Tische sind gedeckt. The pastor is there popping. This is the black one. Und der Pastor ist da mit dieser schwarzen. And then they drink. Und sie trinken. Oh no. And those weak ones. Und die Schwachen. They go there. Gehen dorthin. Free. Frei. I can smoke in the name of Jesus. Ich kann rauchen in dem Namen des Herrn Jesus. It's in. When I saw it, I said, "Wow, such a church is this." If you see youth. Als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, boah, die Gemeinde ist so voller junger Menschen. So now, the person who forwarded it to me said he went. Und die Person, die mir das davon erzählt hat, hat es mir, ist hingegangen. Pastor? Hat gesagt, Pastor, I didn't believe it. Ich habe das nicht geglaubt. The pastor watched, preached, der Pastor, der da gerade noch gepredigt hat. No, this is the longest black, brown, this brown, what do they call the name? Hat er so eine Zigarre. So eine lange braune. That is popping it up. Und hat die geraucht. They say, you know, it's no problem, you know. Die sagen, es ist kein Problem. You are in hell, big time. Du bist in der Hölle. Wirklich, also, da gibt es keine Frage. There's no cigarette in heaven. Denn im Himmel gibt es keine Zigaretten. The person better change now. Ist besser, du änderst es jetzt. Otherwise, rapture takes place. Say, hey, Herr Angel, where's an automat here? Come, I need something.
Sonst kommt die Entrückung und du fragst den Engel, und wo gibt's hier den Automaten, wo ich mir Zigaretten holen kann? The kingdom is das what it means. Reich ist genau das, was du brauchst. It will break that habit in und das wird diese Angewohnheit brechen in dir. If you think it's normal, wenn du denkst, es ist normal, it's not normal. Es ist nicht normal. You better help yourself. Besser du hilfst dir. Say, Father, und sagst, Vater, I need the kingdom power. Ich brauche die Kraft des Reiches Listen Gottes. To me. Hör mal zu. If after the fellowship, wenn nach dem Gottesdienst you see me outside, du mich da draußen sehen würdest, open up stuff, wie ich hier eine rauche, will you come back? Würdest du noch mal kommen? First of all, erst musstest du noch mal genau hinschauen. The pastor? Der Pastor? I remember. Ich kann mich noch erinnern. When I was working in Bayern. Ich habe in Bayern gearbeitet. There was a guy who would do meet in Leipzig. He would come to Leipzig and would take a train from Leipzig and go straight to und Munich and then would start our directions. Gab so einen aus Leipzig, mit dem bin ich immer zusammen bis München gefahren und dann sind wir in unsere unterschiedlichen Richtungen gegangen. So he bought some alcohol. Und er hat ein bisschen Alkohol mitgebracht. And first of all, I say, "Hey, Pastor, what's up?" Erst sagte er, Pastor, was ist los? Wie geht's? I say, "It's fine." Und sagte, alles geht, ist gut. And I don't know what happened. He has it in his pocket. I don't really. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Er hat es in seiner Tasche. So he didn't know how to handle it. You know? Und er wusste nicht, wie er das, was er damit machen soll. And he said the doctor prescribed this thing for me. Und dann wusste nicht, wie er das vor mir trinken soll. Und dann hat er gesagt, ja, der Arzt hat es mir verschrieben. I said, that must be a very terrible doctor. He gave me this as a. Das habe ich gesagt. Das muss ja ein komischer Arzt sein. Is it a drip? I asked him if it's drip. Ein Tropfen. Drip. Drip. You know this water? What do you call it here? That you Infusion. Ich habe erst ihn gefragt, ist es Infusion? No, he said, the doctor said that I need it, you know, for. Nee, der Arzt hat gesagt, ich brauche das. Praise God. Preis sei Gott. Well. I don't want to speak much about it. Ich will da gar nicht so tief reingehen. But I want you to know. Ich will nur, dass du weißt, all, the habits, all die schlechten Angewohnheiten, that control you, das, they control you. Das, was dich kontrolliert, es kontrolliert dich. It's not good. Und es ist nicht gut. The Holy Ghost should control you. Der Heilige Geist sollte dich kontrollieren. There's nothing that should control you. Nichts anderes sollte dich kontrollieren, the Holy Ghost. Nur der Heilige Geist. You know what I want to say to you? Weißt du, was ich dir sagen möchte? I want to understand, ich will, dass du verstehst, that the kingdom of God has das Reich Gottes ist gekommen. And this kingdom und dieses Reich is here. Ist hier. Are you ready? Bist du bereit?